Die Social-Media-Plattformen sind im heutigen verschwörungstheoretischen Gefüge zentral. Wären die Plattformen nicht, wie sie wären, wäre das Problem nicht so groß. Das ist auch relativ eindeutig aus der Forschung erkennbar. Die Plattformen bevorzugen Inhalte, die krass sind, die schockieren, die emotionalisieren, die skandalisieren. Und das sind Inhalte, die nicht die Wahrheit sind, sondern eben Gerüchte, Falschinformationen und auch Verschwörungstheorien.